Wann kann die Kirche in einem Rechtsstaat ihre eigene Beurteilung über einen Einzelfall an die Stelle von Verwaltung und Gerichten setzen und stellen? Und mit welcher Legitimation? Welche Maßstäbe wollen wir anlegen in der Nähe von Hannover? Ist das falsch? Können wir sagen, Asylbewerber bitte nicht in Gewerbeheimen, Moscheen aber ja? Wie gehen wir mit dem Mittelmeer um? Wir diskutieren leidenschaftlich über die Zukunft von Mare Nostrum. Man kann einerseits sagen, Mare Nostrum ist eine Aktion, die Leben rettet. Vielleicht über 100.000. Die dazu führt, dass Europa sich nicht abschottet. Man kann andererseits sagen, trotz oder wegen Mare Nostrum ist die Zahl der Toten gestiegen, auf jetzt 3.000. Wir haben mit Mare Nostrum 1,4 Tote, so schrecklich diese Relation ist, auf 1.000 Flüchtlinge. Mare Nostrum ist objektiv eine Einkommensquelle für die Schlepper. 5 bis 6 Milliarden Einnahmen Dollar pro Jahr, die sozusagen es darauf anlegen und organisieren, dass Mare Nostrum die Menschen, denen sie bereits 10, 20, 30.000 Dollar abgeknüpft haben, auch ans Ziel kommen. Was heißt das, wenn man jetzt sagt, okay, und Frau Schwetzer und ich haben darüber in einem sehr ernsten Gespräch dieses Jahr diskutiert. Okay, dann müsst ihr aber, wenn ihr keine illegalen Wege wollt, legale Wege schaffen nach Europa. Das kann man durchdenken. Was hieße das? Das hieße, was der UNHCR anbietet, meine Damen und Herren. In Transitländern Willkommen- oder Ausreisezentren zu machen? Dort zu entscheiden, wer kommen da mit uns, mit den Europäern, wer kommen darf und wer nicht. Jungen Mädchen wieder zurückzuschicken, damit sie in Deutschland nicht in der Prostitution landen. Und dann aber die Grenzen zu schließen. Oder es kommen Illegale und Legale additiv. Ich glaube, das wird auch nicht gehen. Das sind unbequeme Diskussionen, die wir miteinander führen müssen. Aber wir sollten sie führen. In unserer Bevölkerung werden zu all diesen Fragen sehr unterschiedliche Antworten gegeben. Und wir hatten Anfang der 90er Jahre eine große Polarisierung in diesem Thema. Und ich finde, dass wir in der Beantwortung all dieser Fragen nicht zu weit auseinanderfallen sollten. Ein Grundkonsens in der Flüchtlings- und Asylfrage zu haben, ist ein hoher Wert in sich in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist mein ganz persönliches Anliegen als Bundesminister des Innern in all diesen Fragen nicht nur einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir unserer humanitären Verantwortung gerecht werden, was immer das dann auch im Einzelnen heißt, sondern auch zu beachten, dass wir diesen Konsens erhalten und dass wir die Aufnahmebereitschaft unserer Bevölkerung so hoch halten, wie sie im Moment ist. Und das ist ein ziemlich dünnes Eis. Und daraus gemeinsam kluge Politik zu machen, das scheint mir wichtig zu sein. Ich will noch einen letzten Punkt in dem Zusammenhang sagen, auch darüber haben wir diskutiert, Frau Schwetzer, wenn wir jetzt sagen, viele sagen, ja, Dublin ist gescheitert, lass uns zu einem Verteilsystem kommen, lass uns zu Quoten kommen. Ich habe davon einiges aufgenommen. Wir haben nicht nur vorgeschlagen, mein französischer Kollege und ich, sondern im Rat der Innenminister jetzt weit beschlossen, es soll bei Dublin bleiben, aber wenn einzelne Länder überfordert sind, dann wollen wir auf freiwilliger Basis ein Verteilsystem. Wie das aussieht, darüber kann man sicher streiten. Wahrscheinlich gibt es einen Schlüssel von Bevölkerung und Wohlstand und so. Das ist nicht mein Punkt. Ich will nur auf eins hinweisen. Verteilung heißt dann Verteilung. Das bedeutet, wenn ein Land sozusagen
die Quote an Menschen, die Gegenstand der Verteilungsgrundsätze sind, erreicht hat, dann wird anschließend verteilt auf die Länder, die zu wenig haben.